Liebe Brüder und Schwestern, Jesus hat immer wieder die Menschen beobachtet. Er hat beobachtet und er wusste, was im Menschen ist. Und er hat beobachtet auch einmal beim Gastmahl, wie die Menschen sich die besten Plätze herausgesucht haben. Und Jesus hat gesagt, wenn du eingeladen bist, dann setz dich an den letzten Platz. Und dann wird der Hausherr kommen und sagen, rück, hör auf. Jesus hat die Menschen im Tempel beobachtet, wie sie gebetet haben, wie sie geopfert haben. Und als Beispiel hat er nicht die Schriftgelehrten, die Pharisäer dargestellt, sondern eine arme Witwe. Liebe Brüder und Schwestern, christlicher Glaube ist kein Wunschkonzept. Christliches Leben ist auch keine politische Bühne. Christliches Leben ist etwas ganz, ganz anderes. Christliches Leben ist der Platz, den Gott uns zugewiesen hat, ihn einzunehmen, ihn ganz einzunehmen. Und an dem Platz, mit dem Talent oder mit den Talenten, die er uns anvertraut hat, zu arbeiten. Das ist christliches Leben. Und Jesus sagt, kann jeder den Kelch trinken, den ich trinken werde? Er wollte sie erinnern an das, was er eben gesagt hatte, dass er nach Jerusalem hinaufgeht und dass man ihn verspotten, anspucken, geißeln, töten werde. Das haben sie alles nicht gehört. Ihre einzige Sorge war, wo wird mein Platz sein? Könnt ihr den Kelch trinken? Ja, wir können es. Ja, das stimmt. Jakobus, er wurde getötet für Christus. Er hat sein Leben hingegeben. Und Johannes, er hat auch den Kelch getrunken. Er ist eines natürlichen Todes gestorben, das stimmt. Aber war nicht gerade er es, der Jesus dann treu war bis unter das Kreuz und hat die Bitterkeit dieses Kelches Jesu, hat er mitverkostet zusammen mit Maria und den paar Frauen. Er hatte so starken Anteil an dem Leiden und an dem Sterben Jesu Christi. Er hat dann mit der Gnade zusammengearbeitet und dazu sind auch wir eingeladen, dass wir mit der Gnade, die Gott uns geschenkt hat, zusammenarbeiten, damit wir nicht schielen auf bestimmte Plätze, bestimmte Dinge, Stellungen, Positionen, sondern dass wir den Herrn fragen, Herr, was willst du? Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Oh, hätte die Jünger dann gefragt, zum Beispiel, sage ich jetzt mal, Meister, weißt du, wir sind so geplagt mit unserer Eifersucht. Oder wir sind so geplagt mit ganz komischen Gedanken, mit Streitereien. Wir haben eine Bitte an dich. Kannst du uns eine Bitte erfüllen? Was hätte Jesus sich gefreut, wenn er eine solche Steinvorlage bekommen hätte und den Jüngern dann seine Liebe, sein Erbarmen, sein Verzeihen zusagen zu können? Liebe Brüder und Schwestern, christliches Leben besteht darin, dass wir uns in das Licht Gottes stellen und dass wir dann ohne Angst, vielleicht mit ein bisschen Zittern, ja, unsere Schatten sehen und dann sagen, Herr, ich bin nicht würdig, aber ich möchte bei dir sein. Ich möchte wachsen in dir. Ich möchte frei werden von diesem oder von jenem, was mich belastet, was mich bedrängt, was Sünde ist, was Versagen ist, wo ich mich selbst nicht mehr annehmen kann. Herr, das will ich jetzt vor dich hinbringen. Oh, wie sehnt Jesus sich danach, dass wir das tun und so zu ihm kommen. Und dann möchten wir trotzdem nah bei Jesus sein. Und er will das auch. Jesus will, dass wir ganz, ganz nahe bei ihm sind. Er hat ja selbst gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Also in anderen Worten, bleibt in mir, so wie ich in euch bin, wie ich im Vater bin. Bleibt in mir. Also, der Wunsch Jesu ist überdeutlich. Er möchte uns ganz nah bei sich haben. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir den Platz einnehmen, den Gott uns zugewiesen hat, dann sind wir sehr nahe bei ihm.
wenn du einmal nicht mehr wissen solltest, ob du nahe bei ihm bist, dann überleg mal, wer in deiner Familie, wer in deinem Bekanntenkreis, welche Person von den Nachbarn ist einsam? Wer könnte jetzt Hilfe gebrauchen? Dann drehst du nicht nur um deinen Platz, aber du öffnest dein Herz. Und wenn du dann einem Kranken einen Besuch abstattest, einer älteren Person einen Dienst leistest oder Blumen bringst, dann bist du ganz nah bei Jesus. Jesus hat seinen Jüngern die Füße gewaschen und hat gesagt, das habe ich euch als Beispiel gegeben, damit auch ihr einander die Füße wascht. Und der die Füße wäscht, das war in den jüdischen Häusern immer der Sklave. Und das war der letzte Sklave, der als letzter eingestellt wurde. Der hatte diese Aufgabe. Und wenn wir dann auf Jesus schauen, dann hat er den Platz des letzten Sklaven eingenommen. Wenn wir uns dann erniedrigen, oder vielleicht meinen, und jetzt bin ich aber erniedrigt worden, man hat aber mich nicht anerkannt. Ich hätte aber jetzt nach so vielen Jahren verdient, dass ich eine Auszeichnung bekomme. Liebe Brüder und Schwestern, Gott sieht nicht nur das Negative, das in unserem Leben ist. Gott sieht auch das Positive in unserem Leben. Er will uns keine Auszeichnung geben. Aber er will uns die Freude geben, dass wir dann nah bei Jesus sind. Und darf ich dir Folgendes sagen. Den letzten Platz wirst du sowieso nie haben. Du wirst ihn nicht haben können, der ist schon besetzt. Von wem? Von Jesus. Jesus hat den allerletzten Platz. Du wirst nie den allerletzten Platz haben. Und sogar wenn du dich jetzt mit etwas Mitleid zur Schau, so ein bisschen Opferrolle, oh, bin ich aber zu bedauern, geht das mir schlecht, niemand sehe das und. Schau auf Jesus, geh zu Jesus und knie neben Jesus und wasche mit ihm zusammen die Füße. Lass ihn waschen, nimm du das Tuch und trockne die gewaschenen Füße dann mal ab. Ich sage das jetzt dir. Sei ein Mitarbeiter Jesu. Worauf es letztlich ankommt in unserem Leben, liebe Brüder und Schwestern, ist nicht, wie viel habe ich verdient. Wie viel Anerkennung habe ich bekommen? Wie hoch bin ich in der Hierarchie der Arbeitswelt oder in der Öffentlichkeit gestiegen? Wie viel Likes habe ich bekommen? Alles für Gott unwichtig und für dich ist es auch unwichtig. Das, was jetzt für uns zählt und das Einzige, was uns jetzt tröstet, jetzt schon, ist zu wissen, Gott schaut auf mich. Er sieht mich. Ich bin in Beziehung mit ihm. Und er ist noch viel stärker in Beziehung mit mir, als ich je mit, also diese Beziehung selber aufbauen kann. Ich bin nicht allein. Jesus ist da. Und Jesus hat den allerletzten Platz. Das geht auch aus seinem eigenen Wort hervor, wenn er sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Lösegeld, das ist eigentlich verlorenes Geld, weil man dieses Geld hätte man ja einsetzen können für vieles, aber man gibt es jemand, der ein Geiselnehmer ist. Und Jesus gibt sein Leben als Lösegeld. Aber es ist nicht verloren, weil er uns frei kauft. Und auch sein Leben wird nicht verloren sein, weil er der ganz reine, der ganz heilig ist, der vielgeliebte Sohn, an dem der Vater wohlgefallen hat. Und er wird ihn nicht untergehen lassen. Und er wird auch uns nicht untergehen lassen, wenn wir ganz nah bei Jesus sind. Und wenn es nicht alles möglich ist, eben dann am vorletzten Platz, ganz, ganz nah bei Jesus, möge uns dazu Freude und Segen schenken, der Vater, der Sohn
und der Heilige Geist.